Herzlich willkommen zum fünften Teil von meinem Let's Play zu Hitman Absolution. Ich zeige euch jetzt das sechste Level, wenn ich mich gerade nicht täusche. Es ist so leer hier ohne die Kinder. Ich wünschte, ich hätte sie auf den Ausflug begleiten können. Sie sind es. Da bin ich aber froh. Victoria ist krank. Kaum geht es aufwärts da. Da atmet sie plötzlich nur noch ganz flach und die Ärzte wissen nicht, was ihr fehlt. Ihre Kette. Ach so, die liegt auf der Kommode. Der Verschluss war kaputt. Ich habe ihn repariert. Hat irgendjemand nach ihr gefragt? Nein. Sie sind hier. Ich muss Victoria hier wegholen. Wo ist der sicherste Platz am Haus? Im Keller, würde ich sagen. Dann gehen Sie dorthin. Ich komme mit Victoria nach. Ja, natürlich. Oh Gott, möge uns beistehen. Oh. Komm. Danke. Sie sind zurückgekommen, wie Sie es gesagt hatten. Ich hatte solche Angst. Ich habe irgendwie schlechte Erinnerungen an das Level. Ich meine, das hat relativ lang gedauert. Also, es hat weniger lang gedauert, als dass ich es mehr oft verkackt habe. Waren das Schüsse? Psst, leise. Ich Aber vielleicht ist es diesmal umgekehrt. Auf dich aufzupassen. Vielleicht ist diesmal das erste Durchspielen ja sogar schlechter als das erste, als das zweite. So langsam wird's mal Zeit, dass ich ein fehlerloses Let's Play mache. Auch wenn ihr dann weniger zu lachen habt. Was ist das für ein Geräusch? Aber Gott, was ist mit dem Klebeband passiert? So ist Wayne eben. Der Kerl mag's gerne blutig. Das macht ihn an. Vermutlich wurde er deshalb noch... Ich muss den Strom wieder einschalten. Schwester Mary wartet im Keller. Dort treffen wir uns. Die Sache läuft völlig aus dem Ruder, Mann. Was zum Teufel sollen wir tun? Wir beenden, was wir angefangen haben. Na los, gehen wir. Wir müssen das Mädchen finden. Die machen ihn ganz schön fertig. Tja, wenn wir sie nicht finden, reißt Wade uns allen den Arsch auf. Los, find mal raus, was sie haben. Ja, wir nehmen hier alles auseinander. Zum Glück werden mir alle Sicherungen auf der Karte angezeigt. Das muss auf Purist auch sehr nervig sein, wenn man keine Minimap mehr hat. Ich hasse es.
weiß, wenn die Kinder mit dem Essen spielen. Unsere Schwänze finden! Ich weiß nicht, wie es euch geht! Ich weiß nicht warum, aber ich nehme Messer irgendwie ja. immer gerne mit. Noch nur mal sicher, bis jetzt ging das ja alles noch ganz gut. Ich muss es ja jetzt nicht wieder versauen. Ein Teil ohne Fail wäre ja auch mal ganz schön. Zur Abwechslung. Hier soll man da weggehen? Ja, sehr schön. Sehr geil. Gut, dass das irgendwer nicht gehört haben könnte, bezweifle ich zwar ganz stark, aber... Auch nochmal Kontrollpunkt aktivieren. Schadet ja nicht. Könnte sogar klappen. Schon alles sehr knapp. Boah, Gott sei Dank. Pisser. Oh Mann, du wedelst sicher schon den ganzen Tag mit dem Schwänzchen. Halt mal, Wade! Wow! Oh! Hältst dich für einen harten Kerl? Harter Kerl? Komm schon, bist du ein harter Kerl? Na komm, bist du ein harter Kerl? Nein, komm schon! Lass mich! Okay, ich zeig's dir! Halt's Maul, Schlampe! Oh! Riesiger Winterzeit auf! Okay, alle zusammen! Macht Platz für Schlappschwanz Lenny! Komm schon! Weißt du was, Wade? Jetzt zieht sich! Oh, oh mein Gott! Ich hab Blut an den Händen, Wade! Na, seht ihr das? Die ist geplatzt wie eine Wassermelone! Lenny! Ha? Ich sag dir was, Lenny. Das machen besser die Erwachsenen weg. Ihr Jungs seht dabei zu. Gute Arbeit, Lenny. Gute Arbeit. Okay, das Mädchen hacken wir. Was jetzt? Gehen wir. Wir bleiben hier, bis Wade was anderes sagt. Und keine Drogen. Nein, 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 nein. Mir gefällt das nicht. Draußen könnten die Cops warten. Hast du daran schon gedacht? Wir sollten von hier verschwinden. Jetzt gleich! Da draußen ist niemand. Das wüssten wir. Und zwar schon längst. Also entspann dich, okay?
Er läuft bis jetzt sehr gut. Terminus. Ich habe Gerüchte gehört, dass... Ach, egal, das kann gar nicht sein. Jedenfalls hat er Wade ganz schön heiß gemacht. Vielleicht auf dem Stuhl, wenn sich dieser Irre duelliert. Oh, Gott sei Dank. Da sind sie ja. Ich hab sie schon erwartet. Ich erinnere mich an die Stelle. Das Dreckskerl! Er stickt dran, Arschloch! Na, dann machen wir es halt. Gut, jetzt ganz schön viele Abzüge, aber scheinen ja keine andere Wahl. Kommt zu haben. Zu zappeln, du Schlampe! Yo, Wade! Wer ist jetzt der Schlappschwanz, du Arschloch? Wenn du mich verarschst, mach ich dich fertig! Ich hoffe, du verreckst und das schön lange dauert, du blöder Wichser! Du mit der Glatze! Rühr dich nicht vom Fleck, sonst hast du deinem Hirn bald eine Kugel! Ja, glaub mir, Wade! Das kommt davon, wenn man sich mit Lenny anlegt! Mach das ja nie wieder! Hope, South Dakota. Sie sind weit weg von der Heimat. Ich hab was abgekriegt. Wie ist denn das passiert? Ja, es hat ja, ist jetzt relativ schnell gegangen alles, hat alles gut funktioniert. Das nächste Level zeige ich euch jetzt nicht mehr. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Auch wenn das nächste Level, glaube ich, ziemlich kurz ist, aber man muss auch mal einen Part abschließen, ohne gefailt zu haben. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.